Hallo Schütze, zum 1. Februar hast du Sonne Quadrat Mars. Am Monatsanfang dürftest du dir eine Aktivität suchen, die dir Spaß macht und Kraft gibt. Themen wie Reise, Umsiedlung oder Bildung können bei vielen Schützen bald in den Vordergrund stehen. Es ist möglich, dass man Schwierigkeiten hat, sich an bestimmten Regeln oder Anforderungen anzupassen. Geduld, Verständnis und Toleranz sind Werte, die sich im Februar als besonders nützlich für dich erweisen werden. Du hast auch am 1. Venus in Wassermann eingetreten bis 25. Monatstag. Dürftest du dich für die Verbesserung oder Umgestaltung deiner Wohn- oder Arbeitsräumlichkeiten einsetzen? Wenn dies nicht der Fall ist, dann wirst du sehr viel zu organisieren oder zu klären haben. Mit diesem Transit der Venus könntest du eine große Menge an Aufregung, Abwechslung und Überraschungen in der Liebe haben. Wir haben dann zwischen 2. und 11. des Monats Venus Konjunktion Saturn und Jupiter im Wassermann. Es dürfte eine Herausforderung sein, emotionale Nähe und Bindung mit anderen Menschen aufzubauen. Du solltest lernen, deine einzigartigen Standpunkte zu vertreten und diese zu äußern. Der Austausch und die Arbeit mit Geschwistern, Freunden, Kollegen oder Kunden dürfte dir viel Spaß bereiten. Wir haben dann zwischen 10. und 11. des Monats einen Neumond in Wassermann. Bis Ende des Monats dürftest du dich mit Schattenthemen beschäftigen, Traumata, Tod, Sex sowie Grenzerfahrungen anderer Menschen können deine alltäglichen Interaktionen einprägen. Es kann auch geschehen, dass du viel über geheimnisvolle oder alternativen Themen schreibst oder erfährst. Zwischen 12. und 17. Februar haben wir Saturn Quadrat Uranus. Geschäfts- und Bildungsangelegenheiten werden durch diesen Aspekt kräftig betont. Die Verwirklichung deiner Pläne erfordert mehr Arbeit mit Technik und modernen Technologien. Die Vernetzung und Zusammenarbeit mit neuen Menschen können eine Herausforderung darstellen. Dennoch gibt es hierbei gute Chancen, sich in neuen Milieus zu verankern und erfolgreich zu sein. Am 18. hast du Sonne in Fische eingetreten, das heißt bis 20. März können Themen wie Abwechslung, Reisen, Veröffentlichungen und Lernen für emotionale Sicherheit oder den Aufbau einer neuen Lebensgrundlage sorgen. Deine Familie oder gegebenenfalls dein Partner kann eine Quelle neuer Erkenntnissen sowie starken emotionalen Auseinandersetzungen sein. Zwischen 19. und 20. des Monats haben wir Venus Quadrat Mars. Man sollte sich entschlossen in eine Richtung begeben, unabhängig davon, was andere Menschen denken. Am 21. hast du Merkur direktläufig im Wassermann. Bis Mitte März wird man eine Erleichterung in den Bereichen der Kommunikation, Papierkram, Partnerschaften und Verhandlungen bekommen. Einige Prozesse dürften sich bis dahin beschleunigen. Zwischen 22. und 25. hast du Mars, Trigon, Pluto. In deinem Alltag kann eine Situation entstehen, die dich dazu bringt, direkt und sachlich mit anderen zu kommunizieren. Am 25. hast du Venus in Fische eingetreten. Bis 21. März sollte man dazu sorgen, dass sein Wohnungs- und/oder Arbeitsumfeld mit den eigenen inhärenten Bedürfnissen im Einklang ist. Du hast zwischen 26. und 27. einen Vollmond in Jungfrau. Emotionale Verstrickungen können dir am Monatsende helfen, deine wahre Berufung zu finden. Man könnte auch viel zu organisieren haben. Mein lieber Schütze, mit diesen Aussagen bin ich fertig. Wenn du eine persönliche und individuelle Beratung brauchst, kannst du gerne diese auf meiner Homepage buchen. Ich wünsche dir viel Glück im Februar. Vielen Dank und bis zum nächsten Video.